Ohne. Ja, hast du auch weiße Schuhe an. So schön. Aber Wetter ist ja gut. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Und zwar heute ja von einem Fußballplatz, wie man unschwer erkennen kann. Und zwar ist das der Sportplatz der SGA Heigen. Ja, und mit mir ist Yannick Stark da. Yannick, wir haben früher hier mal zusammen gekickt in der C-Jugend, ja. Schon ein bisschen her. Ja. Und ja, wie kannst du dich denn da noch dran erinnern? Das war in der C-Jugend und dann bist du irgendwann zu Hassia Dieburg gewechselt, aber davor. Genau. Kannst du dich noch dran erinnern? Ja, sehr gut. Ja, klar kann ich mich an die Jugendzeit erinnern. War ja auch eine lange Zeit, also seit Mabinis habe ich hier gespielt. Und wie du sagst, C-Jugend, da war, was bist du für ein Jahrgang? 89. 89. Du bist 90? Genau, genau, ja. Da hatte ich dann bei euch mitgekickt und dann zur C-Jugend bin ich dann eigentlich nach Dieburg gewechselt. Ja. Ja. Damals, wenn ich mich recht erinnere, hast du ziemlich weit vorne gespielt. Entweder offensives Mittelfeld oder mal ganz vorne. Der Sergej, unser Trainer damals, der hat dich da ganz vorne reingestellt. Du hast da ein Tor nach dem anderen geschossen. Wieso bist du denn dann irgendwann weiter nach hinten gewechselt? Jetzt bist du ja Sechser, Achter. Mhm. Naja, ich glaube, früher war immer, wer einigermaßen gerade gegen Ball treten konnte. Das war wirklich der Fall, ja. Ja, der hat dann weiter vorne gespielt, um die Tore halt zu machen. Und ja, mit der Zeit von, ja, dann eigentlich in Dieburg bin ich dann schon defensiver geworden, dann auf die Sechs gestellt worden und ja, dann da geblieben. Und ich denke, dass ich da auch so meine Stärken, die ich habe, auch am besten ins Spiel einbringen kann. Ja, jetzt in dieser Sommerpause hast du dir extra einen Fitnesstrainer genommen, glaube ich. Ja, hast da Sonderschichten geschoben und jetzt bist du voll dicht dran an der ersten Elf. 2 Tore in 4 Spielen geschossen. Was hast du denn jetzt die ganze Sommerpause über gemacht, dass das so gut klappt? Naja, mir war schon bewusst, dass es jetzt irgendwo, wie soll ich sagen, ein Meilenstein meiner Karriere werden kann. Oder was heißt Meilenstein? Eher ein Wendepunkt, weil jetzt die letzte Phase ist leider nicht gut gelaufen. Für mich persönlich, also jetzt gerade die erste Zeit mit Darmstadt war natürlich extrem erfolgreich, ne? Aber ich hatte halt leider nicht die gewünschten Spielanteile gehabt. Und ja, da war mir das jetzt schon klar, nach dem letzten Drittliga-Jahr, jetzt mit dem FSV, was halt, sag ich mal, auch sehr unglücklich gelaufen ist, milde ausgedrückt. Du persönlich hast eine gute Spielzeit gehabt, 33 Spiele, 8 Tore, meine ich, aber ihr seid leider trotzdem, ging es runter. Ja, klar. Ja, so von der Statistik her war das okay, das stimmt, aber ja, als, wie soll ich sagen, als Gesamtpaket war das natürlich eine absolut enttäuschende Saison und ja, so ein Abstieg macht sich natürlich auch in der Vita nicht so gut oder sind Sachen, die man eigentlich vermeiden möchte. Und ja, da war es mir klar, dass ich jetzt absolut was dafür tun muss, um hier die Chance zu bekommen, beziehungsweise das hat nicht so ganz in meiner Hand gelegen, aber um die dann zu ergreifen. Und ja, hat zum Glück alles gut gepasst und ich bin froh, wie es jetzt im Moment ist gerade, ja. Ja, nach diesen doch krassen Erfahrungen, die du gemacht hast, also riesen Respekt, dass du ja einfach noch hier bist und diese letzte Chance in Anführungsstrichen jetzt ergreifst, so viel investiert hast und es zahlt sich ja aus. Wie viel Anteil hat denn Thorsten Frings an deiner positiven Entwicklung? Ja, ich denke schon, dass er einen großen Anteil hat. Also wenn er jetzt nach der oder beziehungsweise vor der Saison gesagt hätte, er kann mit mir nichts anfangen oder hat kein Interesse, mich irgendwie kennenzulernen, dann wäre das ein Fakt gewesen, wo es halt wieder sehr schwer gewesen wäre. Aber so, er ist offen mit der Sache umgegangen, hat mich im Urlaub dann schon mal kontaktiert und ja, mir im Prinzip positive Signale gesendet, dass es sich freut, mich kennenzulernen, dass ich Gas geben soll. Darf ich da mal einhaken? Das muss einen doch motivieren, oder? Nach diesem ganzen Kram, der da passiert ist, dieses Gefühl, okay, da interessiert sich jemand für mich? Ja, absolut. Also, wie gesagt, es war relativ ungewiss alles. Also, ich bin mit einem nicht so einem guten Gefühl in Urlaub gegangen, weil ich nicht wirklich wusste, was mich erwarten wird. Und ja, nach dem Anruf, das stimmt, da waren wir dann hochmotiviert und ja, konnte ich es kaum erwarten, bis es losgeht. Und ja, in dem, ja, wie gesagt, er hat einen riesen Anteil dran und nimmt mich so, wie ich bin, versucht mich weiterzuentwickeln, gibt mir gute Tipps und ja, es macht sehr viel Spaß. Ja, gerade, ihr habt ja ähnliche Positionen. Inwieweit ist er denn auch ein Vorbild? Also ich meine, unsere Generation, wir haben ihn bei der WM 2006 erlebt. Inwieweit ist er ein Vorbild für dich? Ja schon, ich muss sagen, dass mir seine Spielweise immer sehr gefallen hat. Auch sehr aggressiv. Ja, sehr aggressiv. Und ein paar Tore hat er, meine ich, auch gemacht.
Also ja, auf jeden Fall kann man davon profitieren und er nimmt sich uns auch relativ gut an, sag ich. Also ich glaube gerade uns Mittelfeldspieler nochmal extrem, weil er halt wirklich sich da absolut reinversetzen kann oder die Situation wahrscheinlich zigtausendmal erlebt hat in seiner Profikarriere. Und ja, natürlich kann man davon profitieren. Also sehen wir derzeit einen sehr zufriedenen Yannick Stark, der richtig Bock hat. Ja? Ja, Bock auf jeden Fall, aber zufrieden ist, sag ich mal, der falsche Ausdruck. Ich bin froh, wie es gelaufen ist, aber zufrieden wäre, denke ich, wieder ein erster Schritt in die falsche Richtung. Und ja, man ist da immer angespornt, man will mit dem Verein Erfolg haben, man will persönlich natürlich jetzt der nächste Schritt. Du sagst es, ich bin nah an der ersten Elf dran, da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn es demnächst mal wieder von Anfang an klappt. Und ja, das sind halt Sachen, wo man drauf hinarbeitet und ja, die aber mit Spaß und Freude verbunden sind. Spaß und Freude musst dir doch machen, dein Verhältnis zu den 98er-Fans. Besonders der A-Block, aber ich glaube auch alle haben dich super ins Herz geschlossen. Seit dieser unfassbar erfolgreichen Saison 2010-11, da hast du Darmstadt quasi mit in die dritte Liga geschossen. Dieses 2:1 in quasi letzter Minute in Worms am vorletzten Spieltag. Was sind deine Erinnerungen an diesen Moment? Also das war wirklich, dann war es eigentlich klar, dass ihr das gepackt hattet. Ja, wie du sagst, da war es dann im Prinzip klar und ja, sind Gänsehautmomente, gerade wenn man jetzt nochmal Bilder irgendwie sieht oder Videos. Ja, war natürlich unfassbar, gerade wie das ganze Spiel gelaufen ist. Und dann ja die ganzen Umstände und dann kurz vor Schluss und waren ja auch so viele Fans damals mitgereist. Geiles Tor! Ja, auch der Henry Onwuzurike, genau. Von links rein und genau. Holst ihn in den ja, Winkel. Ja, das geht ein bisschen unter, dass seine Vorarbeit natürlich auch überragend war damals. Und ja, war natürlich ja, unglaublich. Also wenn ich da an die Bilder denke, das ist schon... Ich meine, das ist ja jetzt ja. 6 Jahre her, fast, ja, doch. 2011. Ja, 2011, ja, ja aha, über aha, 6 Jahre. Aha. Ich meine, du warst so ein junger Kerl da und warst das Herzstück dieser Mannschaft und da ist das so quasi gekommen, diese Zuneigung. Darmstädter Bub. Ja, wie ist das jetzt aktuell? Also die feiern dich so krass und klar, gerade der A-Block, warum die? Ja, weiß nicht, als Kind war ich schon im A-Block und mein Vater ist auch immer noch regelmäßig da, obwohl er eigentlich die normalen Tribünenkarten hat, dann schmuggelt er sich immer drüben rein. Ja, und da ist irgendwie, weiß auch nicht, warum da ein besonderes Verhältnis zu entstanden ist. Sind halt irgendwie auch so die absolut Eingefleischten, die da noch stehen oder schon immer gestanden haben. Und ja, ist natürlich schön, wenn man da ja, eine positive Resonanz oder Rückmeldung bekommt, ist natürlich schön, aber ja, will ich natürlich jetzt weiter ausbauen und weiter bestätigen, ne? Ja, das hast du jetzt so seriös gesagt, also ich stelle mir das doch einfach, ich meine, wenn du dich erhebst zum Warmmachen schon allein, dann... Das muss doch Gänsehaut geben, oder? Also ja, ist auf jeden Fall. Ja, ist ein schönes Gefühl, ja, auf jeden Fall. Sehr will schön. Ich nicht leugnen. Sehr, sehr gut. Da drücken wir alle die Daumen, wirklich. Ich glaube, jeder in Darmstadt gönnt dir das so krass, dass du wirklich nach dieser harten Zeit so gut dabei bist. Vielen Dank, dass das geklappt hat, Yannick. Gerne. Ich habe auch noch was für dich. Noch die Lilien Inside-Tasse. Vielen Dank. Und ja, vielen Dank. Ja, ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Und vielleicht, keine Ahnung, in... 40 Jahren machen wir die Soma hier. Ja, ja, dass hier auch mal wieder bergauf geht, ne? Ja, ganz genau. Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Inside. Und ja, drücken wir doch die Daumen, dass es in Heidenheim mindestens mit einem Punkt klappt für die Lilien. Und vielleicht steht der Yannick ja auch in der Startelf. Also, vielen Dank fürs Zuschauen und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Gute und Ciao, euer Colin.